Special Guest, und zwar mit Toni. Mir. Hallo, Entschuldigung. Nee, Moment. Achso, hallo. Heute gibt es mal wieder süß versus sauer versus scharf. Und deswegen haben wir Toni gebraucht, damit wir das zu dritt hier spielen können. Und weil wir keine anderen Ideen mehr haben. Wir haben auf jeden Fall dieses klassische Ding hier. Zettelrunde. Das ist jetzt. Jeder darf einzeln ziehen. 3, 2, 1, jetzt! Hä, was? Ich hab 2 gezogen. Ja, oh nein! Oh yeah! Ey, aber es wird jetzt gar nicht gesagt. Okay, ist scharf dann nice scharf oder ist scharf eklig scharf? Ist sauer dann oder ist sauer ja, dann sauer? Wie sauer ist es? Das ja. ist eine gute Frage oder und deswegen kommen die Sachen sauer. Direkt jetzt! Boom! Das aber. Ey Leute, übrigens, was auch voll cool ist, wir haben jetzt einfach unseren grünen Teller. Weil uns hat ein grüner Teller gefehlt, damit wir 3 verschiedene Farben haben. Und wir mussten den grünen Teller selber basteln. Das ist improvisiert. Gut, ich würde sagen, wir decken auf in 3, 2, 1. Tling! Oh nein! Also ich habe jetzt eine Banane bekommen und Chili-Pulver. Chili-Flocken. Chili-Flocken mit Banane? Oh nein. Soll ich mir das jetzt einfach mal reinhauen? Oder? Ja, mach mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre niemals in meinem Leben darauf gekommen. Hä, wie geht denn das auf? Nein, ich kann das selber. Ja, okay, mach mal. Bitteschön. Dann nehme ich da diese Chili-Flocken und mache mir da jetzt einfach so ein bisschen Chili auf meine Banane drauf. Ja, mach noch ein bisschen. Okay. Also, das nenne ich mal eine gute Banane mit Chili. Und? Was sagst du? Oh Gott. Willst du noch dippen? Okay. Es ist ein Mix. Irgendwie schmeckt es aber auch nice. Es ist eine kulinarische Überraschung. Schmeckt nicht schlecht. Ich kann das empfehlen. Ich würde sagen 4 von 10. Willst du Wasser haben? Ja, voll gerne. Dann hol dir was. Okay, Leute, ich mache mal weiter. Ich habe irgendeine Art Pulver. Ja, du hast ja dann saures Pulver. Das ist schon sehr cool. Ich habe keine Ahnung. Also das sieht schon so ein bisschen so aus, als wäre das so straight aus irgendeinem Labor oder so. Das ja. ist Hä, es riecht super künstlich. Oh, ja, Mann. Nein. Ja, Leute, ich dippe es einfach mal da rein. Ah, ja, oh, Mann. Oh, Mann. Und wie schmeckt's? Oh mein Gott. Boah, das ist so sauer. Boah. Aber es ist gut mit der Banane, wie schmeckt der Geschmack? Zu intensiv, Mann. Es ist viel zu intensiv. Okay, Leute, uns wird gerade gesagt, dieses Pulver hier ist einfach das Zeug aus diesem. Das wird ja einfach rausgemacht. Da sind aber nur noch so UFO-Schalen. Die sind einfach. Diese Nüsse sind die einfach geknackt. Die sind einfach leer. Nur noch einen kleinen kann ich noch. Und dann geht's weiter. Von mir hättest du das nicht dabei machen müssen. Ich glaube, ich finde das selber richtig nice, deswegen machen wir noch eine zweite Runde einfach. Ich habe hier den feinen, kleinen, aber feinen Rübenzucker mit der netten Lady drauf. Mehr Zucker, oh. mehr. Mehr Zucker. Mehr, mehr. Das fällt ja eh ab. Das ist ja, du musst es so anfeuchten, Mann. Banane ist schon feucht. So. Boah, die glitzert. Oh, die sieht aus wie aus der Werbung, Mann. Das ist echt. Oh. Und wie schmeckt's? Bisschen krass viel Zucker. Aber eigentlich ganz geil. Ey? Schon. Boah. Warte. Du musst dir noch so ein Kingbiss gönnen. Guck mal, da ist jetzt also so. Ich sag jetzt ehrlich, ja, ist ja gut. Willst du mich umbringen oder ey, so? Ich dachte, du willst richtig mit Zucker mal machen. Ein Zuckerbiss. Ich sag. Wow, guck mal, wie das glitzert. Wow. Bitte tauschen, Mann. Also, ich kann dir die hier anbieten, wenn du möchtest. Okay, gut, das war dein Scharf. Wirklich mein Zuckerbedarf fürs halbe Jahr abgedeckt. Er ist krank. Okay, nächste Zettel, nächstes Glück. Wer bekommt was? 3, 2, 1, zieh. Ah! Oh, Mann! Ich hab sauer. Süß! Ich hab scharf. Oh, okay, dann gehen wir damit in die nächste Runde. Hauptsache nicht scharf. Da sind die Sachen da. Okay, was hattet ihr nochmal? Ich hatte süß. Ich hatte scharf. Ich hatte sauer. Wer will anfangen? Willst du diesmal anfangen, Lars, von deiner Seite? So rum? Okay, yeah, yeah, dann 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Oh, oh, was? Oh, geil. Better Shot. Nice. Das sind sogar richtig oh, viele, Mann. Oha, riecht mal. Boah, Alter, wie krass. Immer. Alter! Der ist sauer, da musst du jetzt schon so 6 Stück auf einmal essen, oder? Ja, mach ich doch gerade. Du musst nur die Grünen essen. Die Grünen am schlimmsten. Die Grünen sind am allerschlimmsten. Alright. Okay, ich hab's. Du musst sie aber schnell kauen, okay? Ich muss sagen, ich guck dich an und ich hab jetzt schon so Wasser im Mund, weil ich weiß, wie schlimm das ist, Mann. Irgendwie ist es auch ein bisschen geil, ich weiß nicht. Okay.
Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, der schummelt. Oh, oh, ich kann nicht. Ich hab auch Wasser in meinem Mund, Mann. Oh. Oh. Was rausgefallen gerade. Das war gerade wirklich sauer extrem, glaube ich. Okay, weiter geht's mit Schaf. Tada! Oh, was? Das sind die Schafen, oder? Ich habe die Airways Kaugummis, Menthol und Eukalyptus. Davon 6 Stück. Was? Muss ich auch 6 Stück machen? Naja, es kommt drauf an, wie Stuntman. Also, Stuntwoman. Dann sehe ich gleich aus wie er einfach. Ich habe irgendwie, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, was ich habe. Boah, aber ich mag die auch nicht. Die riechen so richtig krass nach Zahnpasta. Einfach. Oder alle. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Okay, los geht's. Einfach 7. Okay. Also, ich habe hier nochmal währenddessen unser Chaos. Hier steht dran, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Ist es geil? Ist es scharf? Oh Gott, ich muss wirklich weinen, seht ihr das? So, aber jetzt nicht Ladylike, darf ich weiter essen? Du hast 6 gemacht, du hast 7 gemacht, das heißt, ich muss jetzt 8 machen. Oha. 3, 2, 1. Meta! Oh! Hubba Bubba! Ja, das ist schon das Beste von allen. Oh, das ist schon richtig nice. Hey, aber wie soll ich denn davon alles essen? Ess das mal wie so ein Döner. Einfach der One-Bite-Döner. Er hat's einfach gemacht, Mann. Das haben wir schon mal gesehen. Das überrascht mich nicht. Das sieht aus wie so ein Affe gerade. Aber vielleicht kannst du so eine Monsterblase damit machen. Mhm. Wow, wow. Das ist aus dem Gehirn einfach. Das ist so süß. Oh mein Gott. Ja, aber das ist noch zu... Soll ich ihn ganz kurz zeigen? Nein, ich will. Ich hab schon. Boah, nee. Das war ein Mini-Gehirn einfach. Das war so ein Gehirn. Oh Gott. Ich hab daneben getroffen. Wir ziehen jetzt für die nächste Runde wieder und gucken mal, wer hier wieder was bekommt. Greif. Ja, okay. Oh, ich hab sauer. Ich hab so. Ich hab wieder scharf. Nächste Runde. Oha, woher kommt Lars seine Hand her? Was habe ich wohl? Irgendwas zu... Oh! Oh mein Gott, Leute, das ist mein Untergang. Die gute alte Wasabi. Aber Wasabi ist ja an sich nicht so eine klassische Schärfe, sondern das ist nur so kurz. Und das ist mit den Atemwegen verbunden, deswegen beißt es so krass in der Nase. Ja, ja, das zieht hier komplett hoch und dann zerfrisst dein Gehirn. Ja, genau. Voll nice. Kann ich nicht viel. Mehr! Was? Was? Was ist das? Mach das dir mal ganz. Nein, ich kann es nicht. Das ganze Ding ist einfach komplett leer. Wie dieser Löffel aussieht. Ich glaube, da würde jeder Mensch einfach kaputt gehen. Was? Oh. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Ah. Wie war die Experience? Wir haben jetzt gar nicht gefragt. Es war schlimm. Es war sehr schlimm. Okay, wir machen weiter. Ich mach weiter mit sauer. 3, 2, 1. Was soll das sein? Eine Buttermilch? Ah, Buttermilch ist aber sauer. Die ist nice. Also Buttermilch ist schon aber nice. Ich mag Ayran mehr. Ich mag Kefir mehr. Mhm. Ja, schmeckt eigentlich irgendwie so wie Milch. So ein kleiner säuerlicher Geschmack. Ich finde, das ist ein guter Drink. So. Also, los geht's. 3, 2, 1. Oh! Wow! Oh! Wohlgefühl. Aber es ist süß, Mann. Fast so süß wie du. Oh! Okay, damit hätten wir alle 3 Runden jetzt tatsächlich wieder fertig. Und das bedeutet für uns, dass wir wieder 3 weitere Zettel ziehen können. 3, 2, 1 und Zettel! Ach so, warte. Ich hab scharf. Okay, wer drückt den Button für die nächste? Wir sind zurück. Der fängt jetzt an. Scharf. Jawohl! Oh, ich hab's gerade vorher gesagt. Ich liebe Senf. Oh, der Löwensenf. Extra scharf. Junge. Okay, okay. Oh. Oh mein Gott. Der beißt sogar direkt in die Nase rein. Schüssel Senf da drauf. Du bist auch so jemand, der so nur so ein Maggi-Brot gegessen hat früher, ne? Ich? Nö. Ja, vielleicht. Dieses Brot, wenn man an diesem Brot riecht, dann sticht dir das schon in die Nase.
Horror. Mit Omarock. Oh Gott. Du hast so bei Wasabi geht erst durch die Nase und dann hier an der Stirn bleibt es dann stehen und dann wenn du drauf haust, dann geht's wieder weg. Okay Leute, ich bin dran. Oha. Saure Gurken. Okay. Ich hatte einen Trick. Okay, ich kann es nicht. What the hell? Ich hab Angst, dass es so rumschlitzt. Um das Gurkenglas aufzubekommen, musst du nett mit ihm reden. Hey, kleiner Freund, mach dich jetzt auf. Ich hab mir jetzt zwei schöne Gurkenhälften auf meinem Brot gemacht. Irgendwie so richtig komisch. Ich muss sagen, es ist nicht so spektakulär. Es schmeckt eigentlich wie normales Brot. Ja, dann mach ich weiter, okay? Mach weiter. 3, 2, 1. Wow! Ich weiß, was wir da sogar machen können. Guck mal, wir können so einen Marshmallow auch so anbrennen. Warte, warte, ich halbiere mir die mal ganz kurz. Ah, bist du verrückt, Mann! Oha! Pass doch auf, Mann! Boah, Alter! Du hast jetzt einfach wie so ein richtiges Marshmallow-Brain. Chapeau, Leute. Real Talk. Ich glaube, wenn man das richtig schön schmilzen lässt und dann so mit Kruste noch mit drauf hat, das schmeckt so in Richtung wie so ein Nutella-Brot, aber so ein bisschen nach Vanille. Okay, ziehen wir wieder weitere Zettel. Ziehen los. Ach Mann, hör doch auf. Ich bin noch... Nimm das. Zu langsam. Sau. Tada. Oh yeah. Okay, da sind wir wieder. Gut, dann 3, 2, 1. Oh, ja, yeah, Mann. Also das ist ja eine Habanero. Das Ding ist ultra scharf. Ultra scharf. Ich esse jetzt einfach, ist mir egal. Junge. Och man, das hätte ich nicht machen sollen. Oh, das ist scharf. Oh mein Gott. Okay, damit ist Lars tatsächlich durch. Wir lassen ihn da noch ein bisschen abkühlen. Ich hab süß. In 3, 2, 1. Oh! Oh. Ziehe ich mir erstmal diese Erdbeere hier rein. Mm-hmm. Oh. Sehr gute Erdbeere. Mache ich einfach mal weiter mit sauer. Schon eine richtig saubere Zitrone. Ja? Hat so einen richtig nice zitronigen Look. Das machen wir jetzt ins Auge. Oh, juicy. Hat doch so. Doch, sauer. Gut, dann würde ich mal sagen, es geht mal wieder in die neue Runde. Nein, Mann. Ich hab süß. Oh. Weiter geht's. Ich fange wieder an. Was? Oh. Ein Ingwer-Shot? Ein Ingwer-Shot mit Apfel-Zitrone. Okay, los geht's mit dem Ingwer-Shot. Oh mein Gott, ich hab gedacht, das ist voll lecker. Aber Lars, du bist jetzt dran. Okay, 3, 2, 1, go. Oh, Zitrone pur. Oh, was jetzt? Ich hab einen richtig nicen schwarzer Tee für sich Hibiskus-Eistee. Ich mach das jetzt wie in so einer Werbung auf. Haben Sie auch Durst? Nein. Oh. Dann trinken Sie jetzt Pfirsichtee. Aber ich will doch gar nicht. Nee, schmeckt nice. Schmeckt halt wie Eistee. 3, 2, 1, flieg doch. Nein! Ja! Woohoo! Yeehaw, buddy! Okay, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier, Skateboarder. Schere, Stein, Papier. Skateboarder. Kickflip. Schere, Stein, Papier. Ich hab gewusst, du bist ein Papierspieler. Ja, okay. Du bist so einer. Okay, 3, 2, 1. Wir haben hier Bio-Cayenne-Pfeffer. Und dann so ein richtig nice. Sieht gar nicht so aus, als wäre der gemalt. Mach oh, das so. Sieht aber ganz nice aus. Sieht so aus wie so ein bisschen Zimt zu rotes so. Zimt, ja. Ich finde auch, dass der jetzt richtig lecker eigentlich aussieht. Ja, man, als wäre das so edel irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so eklig ist. Das ist ja richtig witzig. Cheerio, mein Lieber. Ah, nee, das soll ich vielleicht nicht. Okay, danke. Nicht smellen. Oh mein Gott. Ist gut? Mhm. Also ist scharf, aber. Schmeckt schon nice. Wirklich echt krass, okay, Wahnsinn. Okay, dann mach ich weiter mit sauer. Oh! Nein, du hast auch einen Donut. Ich hab Ahoi-Brause. Brause ist
Din, 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 din. Oh, aber es bleibt nicht dran hängen. Muss einmal abmutschen. Oh! Oh! Yo! Oh. Okay, Leute. Oh! Das ist sauer. Sauer! Wie ist der Mix zwischen Schoko und sauer? Willst du noch ein bisschen Papier da drauf? Das ist geil. Echt? Was? Mhm. Aber, aber ist ein bisschen zu sauer. Irgendwie glaube ich das nicht. Das ist ein 6. Das ist ein 6. Ehrlich? Oh, was? Krank. Sauer Donut. Dann muss ich süß Donut haben. Also mit Zucker. Oh! Oh was? Ja, aber okay. Okay, ja, das geht fit. Ich mach einfach so. Die gehen auf Tauchgang. Du hast einfach einen Donut jetzt mit Füllung, gell? Ladies and gentlemen, this is ground sweet. Und wie schmeckt's? Die Gummibärchen ist die Konsistenz nicht mehr so nice. Ja. Ich würde so eine 4 geben. Eine 4? Oh, ich würde eine 7 geben sogar. Ich muss ganz ehrlich sagen, so Schokolade mit Schaf, das funktioniert. Wirklich. Okay. Ich schmeiß die jetzt alle hoch und dann müssen wir die in der Luft okay, diesmal fangen. Okay. 3, 2, 1. Oh, ich hab einen. Nein! Oh, ich hab süß. Okay, Teleportation! Teleportation. Oh. Leicht gemacht. Bei dir guckt da sogar schon vorne was raus. Das ist, oh, das ist ein Taco. Oh mein Gott, das könnte jetzt richtig viel sein. Ich bin gespannt, wer fängt an? Na du, oder? Ja, oh, okay. 3, 2, 1, go. Oh. 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 Arriba. Ich hab Tabasco. Aber ich mag Tabasco. Das ist echt geil. 4 von 5. Ist doch was drin in dem Taco? Oder ist das einfach jetzt, also müssen wir jetzt so essen ohne nichts? Oh! Ja, das ist oh, da ist, die Füllung ist aber ganz schön dünn. Leg einfach die Flasche so rein. Ja, genau! Okay, dann machen wir da mal ordentlich Tabasco drauf. Ins Auge, ne? Jetzt wird garniert. Oh, einfach gut gefüllt. Stell dir vor, du würdest in so ein Restaurant gehen und du bestellst dir so ein Burrito und dann kriegst du das. Oh, schon ein kleiner Taquito geworden. Ich glaube, es ist eigentlich ganz gut. Das beißt so in der Nase gerade. Sieht doch aus wie so ein kleiner Birrik. Oh, jetzt geht's los. Und? Ist nice? Ist scharf? Dein Gesicht sagt, das schmeckt. Brauchst du was? Okay. Hilfe! Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Wir haben einen Notfall! Hilfe! Hilfe! Wir müssen sie retten! Panik! Holt die Buttermilch! Ich gebe mal ein bisschen Buttermilch, Leute. Die schmeckt auch nicht so lecker. Das riecht eklig auch. Guck doch. Ja. Okay, ich würde sagen, damit wir da ein bisschen Kontrast reinbringen, mache ich jetzt einfach 3, 2, 1. Süß! Oh mein Gott, wie nice! Oh. Oh, guck mal, jetzt diese wunderbare, schöne, goldene Krone. Und da gibt es diesen Trick. Und dann kannst du hier so lang gehen. Das ist kein Trick, Roman. Hä, doch, das ist der Trick, Mann. Und dann ganz frisches Nutella-Glas. Oh, da habe ich echt ein bisschen reingeklickt. Das ist jetzt eigentlich wie so ein Crepe, so ein bisschen, oder? Das sieht richtig cool aus. Ich würde schon sagen, das ist schon ein mieser Kontrast von diesem Tabasco. Weil ich glaube, mein Kopf ist immer noch rot. Ryan, roll den noch so richtig schön eng zusammen. Warum machst du denn so? Ich mag ihn aber locker. Oh, guck mal, wie der von innen aussieht. Sag mal, sag mal, sag mal. Oh. Mhm. Oh. Mhm. Oh, wow. Mhm. 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 Warum guckst du mich so judgy an? Ich weiß nicht, weil du irgendwie eklig bist. Oh. Ich weiß noch nicht, was er hat. Warte, ich will raten. Irgendwas mit Zitrone. Oh, nee. Das ist Sauerkraut. Sauerkraut. Isst du Sauerkraut? Nee, eigentlich nicht so. Das ist jetzt einfach so ein richtig schön deutscher Burrito. Boah, das ist so eklig. Mmh. Irgendwie stinkt das. Ja. Irgendwie stinkt das so richtig eklig. So rollst du den? Wie so eine Tasche halt einfach. Erzähl, wie schmeckt's so? Nee. Boah, es schmeckt halt einfach nicht gut. Ach, oh, jetzt hat er seitlich reingebissen, da war jetzt viel. Ja, genau, da fühle ich mich auch immer so. Okay! Oh Gott, ich habe gar keine. Ich muss unten halten! Das war tatsächlich süß versus sauer versus scharf. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und schreibt gerne Kommentare in den Chat. Abonniert den Kanal, abonniert mich. Nicht vergessen, unter shop.arizo.de nochmal vorbeizusehen, um natürlich auch die coolsten T-Shirts auszuchecken und viele andere Pullover. Das nicht, aber viele coole andere. Schaut auf jeden Fall rein, da gibt es auch Plüschtiere und so weiter und so fort. Gebt einen Daumen nach oben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Ciao!